Hallo und herzlich willkommen zu diesem Ersteindruck zu This Land is My Land, ein Spiel, was ich schon eine ganze Weile in der Steam-Bibliothek habe. Und ich habe es bisher nur ins Hauptmenü geschafft. Und jetzt dachte ich mir, jetzt habe ich die Zeit dafür, das mir einmal ein bisschen genauer anzuschauen. Und würde sagen, Widerstand starten. Klassisch. Neu in This Land is My Land. Dieser Modus bietet einen leichteren Schwierigkeitsgrad von Feinden, weniger Fokus auf Überlebensmechaniken. Leute, das klingt genau wie für mich gemacht. Immersiv, aber wollen wir es nicht übertreiben. Und Benutzer definiert. Vielleicht möchten sie realistische Nächte, kein HUD und eine superschnelle Reaktion des Feindes. Komm. Auf jeden Fall Einführung und Tipps. Und dann schauen wir mal, was das Ganze kann. Ich habe es immer nur so mit dem halben Auge so ein bisschen beobachtet, was da so passiert ist. Ich weiß wohl, dass das ein ukrainischer Entwickler ist und deshalb gab es immer mal wieder auf Steam so Updates bezüglich, wir müssen mal kurz hier weg und entwickeln woanders weiter und so weiter. Aber es geht voran und so. Und ansonsten Perspektive umschalten V. Ansonsten weiß ich nicht viel. Aber das wird sich schon gleich zeigen. Ich bin sicher, ihr wisst schon eine ganze Menge, denn das Spiel ist jetzt auch schon ein paar Jahre verfügbar. Und ich bin echt gespannt. Ich habe nur Gutes davon gehört. Und weiß selbst noch nicht so genau, wie das alles so zusammenhängt, weil es sieht für mich aus wie ein Red Dead Redemption, also sehr Singleplayer- und Storylastig. Aber es wird von vielen als eins der besten Survival-Spiele betitelt, also wie das zusammenhängt, wird sich gleich zeigen. Ja, dein Name ist deine Abstammung und wird dir große Macht oder großen Niedergang bringen. Hier, Freunde. Was haben wir hier? Wolf? Ah, sehr schön. Adler. So ein schöner Lachs. Maximales Häuten, Passivfähigkeit. Also wer schon ein paar Videos von mir gesehen hat, der weiß, ich bin ganz schlecht darin, Inventar zu führen. Also nicht grundsätzlich von der Sortierung oder so, sondern ich habe immer zu viel dabei. Deshalb würde ich sagen, nehmen wir sowas hier. Kondition ist nicht verkehrt und Gewicht, denn das hängt immer so ein bisschen zusammen. Und deshalb würde ich sagen, sein Camp befindet sich in ziemlich weit von der Grenze entfernt. Er bevorzugte es, seine Stärke wachsen zu lassen, bevor er einen offenen Krieg eingeht. Ach so, harter Start, irrer Start. Ja, das machen wir mal. Alles ganz seicht. Der Widerstand von Sullivan hat begonnen. Tapfere Krieger ziehen zu dem kürzlich aufgebauten Camp. Okay. Ich bin gespannt. Bis hierhin, diese Minute hat mir schon sehr gut gefallen. Nicht zu viel erstellen, nicht zu wenig. Unsere Flucht war recht überstürzt. Ich musste ohne Waffen aufbrechen. Wie gut, dass ich am Straßenrand etwas Holz gefunden habe. Nun habe ich alles, das ich für die Fertigung von Wooden Bow und Wooden Arrow brauche. Wie lange ist es her, dass ich etwas selbst hergestellt habe? Gar nicht so lang. So, Leute, da sind wir schon. Wir haben First Person und Third Person. Sieht fantastisch aus. Ich glaube tatsächlich, ich muss den Spielsound ein bisschen runterdrehen. Machen wir auf 90. Ich schaue dann nachher, ob das passt oder nicht. Kurz zur Grafik, weil das manchmal Leute interessiert. Hier sind die Einstellungen.
Eigentlich alles auf Maximum soweit. Bewegungsunschärfe schalte ich grundsätzlich aus und die Schattenqualität mache ich meist auf Hoch und nicht auf Ultra, weil ich keinen Unterschied sehe. Dann würde ich sagen, legen wir los. Fertige Wooden Bow und Wooden Arrow. Drücke Tab. Oh, hier ist aber viel los. Okay, eins nach dem anderen. Und öffne den Tab Fertigen. Fertigen. Wooden Bow. Was brauche ich denn dafür? Holz. 7-mal und 5-mal Flachs. Sehr billig. Bogen von sehr geringer Qualität, leicht zu zerbrechen, verursacht beinahe keinen Schaden. Okay. Gefertigt. Fertigen. Diese kleine Anzahl von Pfeilen wird nicht ausreichen, um einen echten Widerstand zu leisten. Ich brauche mehr. Ich muss Holz suchen. So, und schauen wir mal, was haben wir denn hier? Also, normal bewegen, Space rollen, halten Left Shift sprinten. Kameraseite. Schauen wir mal. Sprinten. Sehr schön. Jetzt brauche ich ein bisschen Holz. Sag mal, was sehe ich denn hier unten rechts? Ihr könnt das nicht sehen. Ihr seht das wahrscheinlich so ein bisschen. Da ist so eine Art Chat. So. Wie, das habe ich doch jetzt aber ausgestellt. Ja gut, warte mal, Leute, mich stört das, mich macht das wahnsinnig. Kleinen Chat anzeigen. Ciao. Vielleicht brauche ich den irgendwann nochmal, aber jetzt im Moment will ich mich voll und ganz aufs Spiel konzentrieren. Sammle Zutaten zum Fertigen von Arrows. Hut kann von jungen Bäumen gesammelt werden. Speichern. Du kannst das Spiel nur dann speichern, wenn du dich an einem sicheren Ort befindest. Zu den sicheren Orten gehören befreundete Camps, Lagerfeuer an Außenposten oder jeder Ort, der eine ausreichende Entfernung zu einem Feind hat. Egal ob Mensch oder Tier. Das Verlassen des Spiels ohne erfolgreiche Speichern kannst du Verlust jeglichen Fortschritt seit deiner letzten Speicherung fehlen. Du erhältst eine Warnung, wenn du versuchst, das Spiel einmal. Sehr gut. Fähigkeiten: Siedlung niederbrennen, Stein werfen, locke den Feind, Kräuter rauchen, Rast. Wie kann ich denn? Wie kann ich denn? Ich check nicht, wie ich das mache. Interagieren, drücken, halten. F. Ist das kein junger Baum hier? Ich glaube, er will, dass ich ganz bestimmte. Gott sei Dank. Ich dachte schon, es klappt nicht. Pferd. Das Pferd steigen. Bündnis schließen. Halte 1, um die Waffenauswahl zu öffnen. Bitte beachte, dass manche Bögen mehrere Typen von Pfeilen verwenden können. Der aktive Pfeiltyp kann durch das Anklicken eines Pfeiltyps. Es ist nicht effektiv, wenn ich all diese Ressourcen alleine suche, speziell wenn ich neue Camps errichten und mein Territorium erweitern will. Es war eine gute Idee, ein paar Krieger zu schicken, um Flachs zu sammeln. Gib mir mal mehr Arrow.
Sende Krieger, um Flachs zu sammeln. Klicke auf das Lagersymbol in der Ecke. In der oberen rechten Ecke oder direkt auf der Karte. Klicke auf den Button zum Sammeln schicken. Ganz ruhig. Wo ist denn die obere rechte Ecke, das Lagersymbol? Was sehe ich denn hier nicht? Bitte schwebe mit der Maus über Objekte und benutze den Button Kriegern geben, um ein bestimmtes Objekt den Kriegern zu geben, die du gerade senden willst. Halte links Alt oder links Shift gedrückt um eine bestimmte Menge. Ein Krieger, zwei Krieger. Pferde nehmen? Nee. Sammeln? Flax. So, während meine Krieger die wenigstens für den Moment wichtigste Ressource sammeln, kann ich Zeit darauf verwenden, Herstellungs- und Sammlungsbefehle vorzubereiten. Dinge, an denen meine Krieger später arbeiten. Es sind viele wichtigere Dinge zu tun, aber ohne Ressourcen werden wir unseren Widerstand nicht fortsetzen können. Okay, füge Camp-Bestellung, Inventarbestellung hinzu. Wähle ein Lager auf der Karte aus, öffne Tab Aufträge. Auftrag hinzufügen. Aufträge. Wähle aus, was produziert werden soll. Es ist immer gut, ein paar zusätzliche Wooden Bow, Wooden Arrow zu haben. Alles klar, hier auf jeden Fall auch mit. Mit richtig Micromanagement, Wooden Arrow. Hier. Yeah. Ich habe mein Pferd vor langer Zeit verloren. Es scheint, dass ich einen neuen Partner für die kommende lange Reise brauche. Jedes dieser gezähmten Pferde kann mir gehören. Welches sollte ich wählen? Ich muss einen Partner wählen. Gehen die Bindung mit deinem Pferd ein? Ja, weiß nicht, welches. Unterscheiden die sich denn bis auf jetzt? Die Optik? Halten Z. Gib den Namen des Pferdes ein. So wie mein Hund. Körper. Ja. Okay, die Bilder hier stimmen nicht damit überein, sehe ich, aber naja, so grob. Das ist doch ganz schön. Haar. Ja, lieber ein bisschen dunkel. Mach mal so. Sattel ebenfalls. Das ist alles schon verfügbar. Machen wir mal so. Bemalung. Ja, warum nicht? Das ist doch was. Bestätigen. Halte E, um die Fähigkeitenauswahl zu öffnen. Es gibt viele verschiedene Typen von Fähigkeiten. Manche werden mit G oder halten G aufgerufen, während andere passiv sind und nur ausgewählt werden müssen. Weitere Fähigkeiten können unter dem Reiter Fähigkeiten erlernt werden. Dialog. Recently rescued warrior. Häuptling. Die Bastarde, die mich eingesperrt hatten, sind aufgebrochen und haben mein altes Camp niedergebrannt. Es ist nur eine kurze Distanz von hier entfernt. Die Beute in meinem Camp war gut versteckt. Ich bezweifle, dass sie sie gefunden haben. Du musst losgehen und danach suchen. Ich habe eine Menge nützlicher Dinge gesammelt. Klingt interessant. Ich werde hingehen. Schleichen? Sehr cool. Geht auch
ein bisschen schneller. Ja. Steuerung ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ist, das Pferd reagiert recht spät. So ein bisschen wie der Sat1 Powerball oder wie der hieß. Falls hier noch jemand kennt. Was ist das denn da? Hier liegt doch was, oder sehe ich das falsch? Es ist sehr wenig Sound, also die Schritte vom Pferd hört man kaum. Ich habe die Musik auf 70% oder so, ich weiß nicht, ob ich die vielleicht noch ausmachen werde. Weil ich bin ein Freund davon, wo im echten Leben keine Musik läuft, möchte ich auch im Spiel keine Musik haben. Ein Krieger aus den äußeren Ländern hat sich eben Sha Shin Han angeschlossen. Na, das ist doch toll. Zack, und das drehen wir mal auf 95. Dann würde ich sagen, machen wir mal die Ottos fertig, die hier das alte Camp von meinem Kollegen hier übernommen haben. Verstehe nicht ganz, warum er jetzt nicht mitgekommen ist. Er hätte ja helfen können irgendwie. Okay, oben auf dem Kompass sieht man... Kompass ohne Kompass übrigens. So 100 Meter da vorne ist das. Ich hoffe, ich kann Polly hier einfach stehen lassen. Man kann geduckt schneller vorangehen, das ist schon mal sehr gut. Tritt er in das Gebiet von Roach Woods Bivouac. Das ist nicht einfach Biwak? Jetzt ist die Frage, ob hier noch jemand ist oder ob die das einfach zerstört haben und dann abgehauen sind. Ich glaube, da hängt jemand. Verdammt, dieses Massaker ist das Werk der Bande von Arthur Allen. Das ist ihre kranke Art. Ich muss Arthur Allen verhören, um zu erfahren, wer der Bastard ist, der ihn geschickt hat. I last saw him at Elizabeth Forest Camp. I need to go there and get the bastard's name. Ja, ihr merkt hier alles noch so ein bisschen durcheinander. Aber eins nach dem anderen. Erstmal plündern. So, was haben wir denn? Habe ich denn hier eine Begrenzung? Das war ja vorhin schon so erwähnt kurz. Auf jeden Fall ein besserer Bogen. Hohe Qualität, das ist gar nicht verkehrt. Dann haben wir eine Stachelfalle. Alles nehmen. Halt 2, um die Auswahl benutzbarer Gegenstände zu öffnen. Heilung, Fallen und so weiter. Soundbait, Mix Spike Trap, Gunpowder Charge, Bush Hideout. Erzeugt Büsche, die als Versteck benutzt werden können. Okay, Solid Snake. Fireweed Decoction. 120 Gesundheit innerhalb von 60 Sekunden. Das sind diese Töpfe, okay. Das ist auch unterteilt in Köder, Fallen und Heilungen. Alles klar. Da würde ich ganz spontan mal sagen. Hat er den besseren jetzt automatisch ausgewählt? Gib mir den mal. So, der ist doch besser. Plündernd leer. Okay, das ist ein Stückchen weiter. Ich weiß nicht, was das Rote da ist, aber Polly wird mir hier oben angezeigt. 90 Meter, sehr gut. So, um
Um eine Person zu verhören, musst du dich ihr unentdeckt nähern und sie einfangen. Polly, let's go. Arthur Allen. Gut, der wird er ja nun nicht alleine sein, nehme ich mal an. Hallo? Oh, Gott sei Dank. Da ist so ein roter Fall. Oh Gott. Ein roter Pfeil, wollte ich sagen. Ich glaube, da kommen irgendwelche Tiere. Eieiei. Wie weit ist das Camp? 245, da laufe ich jetzt nicht hin. Wir finden einen Weg. Hier geht's doch lang, komm mal. Vorsicht! So. Das ist ein Bär. Oh Gott. Lauf. Renn. Oh, nicht zum Camp. Um Gottes Willen. Das Töten ist nicht alles, was man mit dem Feind im Nahkampf tun kann. Wenn du einem Feind nah genug bist, kannst du ein Verhör durch F auflösen. Während des Verhörs kannst du nützliche Informationen erlangen. Beachte, dass der Anführer des Camps der Gruppe mehr weiß als andere Mitglieder. Ein Verhör kann durch Töten oder Betäuben des Feindes beendet werden. Hinweis: Wenn dich der Feind entdeckt oder wenn er sich deiner Anwesenheit bewusst ist, kannst du ihn nicht sofort ergreifen. Du musst zuerst deine Gesundheit auf 16 reduzieren. Nee, ich muss erstmal vor diesen Bären hier fliehen, Leute. Oh Gott. Ist das alles furchtbar. Der soll mal jetzt gehen, das gibt's doch gar nicht. Weiß halt auch nicht, ob der nicht vielleicht mein Pferd angreift. Ich glaube, jetzt bin ich safe. Ich werde mal absteigen. Polly, du wartest hier. Schauen wir mal, ob ich den so einfach finde. Es ist leider eine Nachtmission. Ich sehe auch nicht sonderlich viel. Also ich sehe schon, was vor mir ist und so, aber so, ob hier jetzt ein Mensch irgendwo steht oder läuft, kann ich nicht so genau sagen. Da ist Rauch. Ich weiß nicht, ob das aus dem Haus kommt. Ja, die müssen auf jeden Fall noch ein bisschen am Sound arbeiten. Also das ist mir alles ein bisschen zu leise. Also damit meine ich den Charakter, den ich spiele. Hier, der läuft hier durch diese Gebüsche und so und macht überhaupt gar kein Geräusch. Ansonsten nachts ist es durchaus still, aber das fehlt hier so ein bisschen.
Da liegt einer, der schläft, aber hier bewegt sich auch irgendwo einer. Wenn ich Glück habe, dann ist das der hier und der ist hier drin. Er hat nichts zu sagen. Hat er jetzt schon was gesagt? Ich kann ihn nicht verhören. Eigentlich sollte ich ihn aus Prinzip töten. Er hat nichts zu sagen. Na gut, ich werde... Ah, jetzt will dir sagen, wer uns geschickt hat, um das Camp anzugreifen. Es war Norbert Chapius aus Fort Archhaven. Es ist seine Schuld, wir haben nur unseren Job gemacht. Übrigens, wenn sie einfach von alleine gegangen wären, hätten wir sie nicht töten müssen. Ehrlich. Ja, ja. Was soll ich mit Norbert Chapius machen? Soll ich ihn töten oder einschüchtern? Entscheidungen, Entscheidungen. Du bist überladen. Ja, da haben wir es schon. Willkommen bei meinen Let's Plays. Hau mal ein bisschen was raus. Na, das nehme ich mal. Das nehme ich mal mit. Keine kompatiblen Waffen. Oh, wie großartig ist das denn? Oh, da hat jemand mitgedacht. Bin ich immer noch überladen eigentlich? Was ist das hier? Ach, hier drüben. Der Widerstandsfortschritt. Jonas Ziegler getötet durch Kopfschuss. Was? Finde und schüchtere Norbert Chapius aus Fort Archhaven an. Ja, Leute, ich muss leider ein bisschen was droppen. Die Pfeile werde ich nicht droppen. Jetzt habe ich auch die passende Waffe zu dieser Munition. Wirf mal das hier ab. Feind ist zu nah. Es wird allmählich hell, was ich sehr begrüße. Kann natürlich sein, dass hier noch irgendwo einer ist. Ich höre auch jemanden. Da liegt ein Wildschwein. Wo kommt er denn her? Ja gut, kleiner Bug, der kam jetzt aus dem Nirgendwo. Aber ist ja nochmal gut gegangen. Der ist da drin. Der hat auf jeden Fall ein Gewehr in der Hand, so wie das jetzt aussah. Jean-Christophe Fouché. Du bist tot. So, hier kann ich alles so ziemlich plündern, aber ich habe ja kaum noch Platz. Ich werde jetzt erstmal... Das mit den Pfeilen muss ich auch noch mal ein bisschen üben. Mal schauen, ob ich hier rumkomme. Da steht er. Ja,
nee, davon bin ich kein Freund. Also wenn man schon so Stealth hat und so, dann bin ich schon Freund von Third Person, damit man ein bisschen mehr Sicht hat und ein bisschen mehr von der Umgebung sieht. Aber finde es durchaus cool, dass man hier die Wahl hat. So, das war's. Kann ich denn die Pfeile wieder nehmen? Ich glaube nicht. Plündern, ziehen. Da ist nichts weiter. Ebenfalls leer. Kleber, Munition. Bisschen Geld ist nicht verkehrt, glaube ich. Ich nehme jetzt erstmal so ein bisschen gemischt von allem, was so ein bisschen da ist, um dann irgendwann zu lernen, was ich tatsächlich brauche und was wichtig ist. Kann ich die Pferde irgendwie... Nee. Flint, vielleicht gar nicht so verkehrt. So, das ist jetzt einen Kilometer entfernt, aber ich muss erstmal zu Polly zurück. Ah, das Gewehr habe ich auch schon. Können wir auch hier nochmal in die First Person. Ja. Der Kuckuck ist auch da. Hoffe nur, dass der Bär nicht in der Nähe ist. Oh Gott. Moment. So. Schauen wir mal. Finde und schüchtere ein. Okay, mal schauen, wie das geht. Machen wir mal lieber so, bevor wir da dann nicht mehr runterkommen. Dann ist es dahinter. Da ist es. Du bleibst hier. Ich kümmere mich drum. Das ist ein bisschen größer, könnte also demnach auch
ein paar mehr Leute haben. Da ist einer am Baum. Das macht schon was her, ne? Würde ich gar nicht lügen. Da steht einer. Den kann ich mir vielleicht mal schnappen. Obwohl, da kommt sein Kollege. Sehr gut. Zieh mal ab. Ich weiß nicht, welcher von den Ottos das hier ist, aber der in seiner Uniform sieht schon irgendwie wichtig aus. Was ist denn jetzt? Wieso? Ist Schleichen nicht Schleichen? Oh Gott. Einschüchterung. Du kannst betäubte Feinde durch Halten F einschüchtern. Einschüchternde Feinde kommen niemals zu irgendeinem Camp in der Gegend zurück und dein Ruf wird sich verbessern. Ah, da sehe ich es. Okay. Töten, einschüchtern. Aber das ist ja nicht der Mann, den ich brauche. Ich brauche Norbert. Norbert Chapuis heißt der wahrscheinlich. Ah, aber das ist. Aber das hat er mir gerade nicht verraten. Er hat mir verraten, wo Luis irgendwas ist. Das sind zwei, wie soll ich das denn machen? Das ist natürlich ein bisschen schwieriger. Muss mal schauen, ob ich hier rumkomme und den da irgendwie hinlocken kann. Da ist er. Die Entdeckungsanzeige ist mir noch nicht so ganz klar. Das ist ja noch einer. Eieiei. Ich muss mal schauen. Das ist schon ein bisschen knapp gewesen jetzt gerade. Ich glaube, der kommt hier lang. Da ist er. Den muss ich irgendwie. Oh Gott, wie soll das denn gehen, Leute? Es ist gar nicht so einfach. Der Erste, und es werden noch viele werden. Diese Lumpen sind gekommen, um mein Land zu stehlen. Sie werden hier keinen Frieden finden. Der Schmerz und das Leid meiner Leute wird diesen Eindringlingen zehnfach zurückgezahlt werden. Unser Widerstand endet nicht, bevor jede dieser Schlangen tot oder verschwunden ist. Dieses Land ist mein Land. This land will be ours again. Ja, aber ich will den Otto da eigentlich verhören. Nee, einschüchtern. Oh. Kann ich mich denn wieder verstecken? Das ist die viel interessantere Frage, ehrlich gesagt. Oh, Moment, ich muss kurz nachladen. Ja,
Ja, da muss ich noch mal ein bisschen genauer schauen, wie ich die dann tatsächlich locken kann oder so. Bisher ist das ja alles nur so. Ja, ich werde sehr langsam geheilt. Den muss ich allerdings einschüchtern, deshalb, ja, das hätte, habe ich mir gedacht. Wieso habe ich den noch leben lassen? Möglicherweise ist das nur noch der eine. Der ist da. Ich muss mal schauen, ob hier noch einer rumlungert. Das klingt fast so, als wäre da drüben noch einer. Ja, da steht noch einer. Aufs Pferd, du Otto. Amable Verminac. Du bist down, mein Freund. So, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich den hier nicht versehentlich töte. Muss ich mal schauen, wie hier die Mechanik ist. Keine Ahnung, wie gut die KI ist oder ob ich hier irgendwie mich jetzt noch anschleichen kann oder so. Linus Kraus. Oh, ist das fies, ey. Jetzt kriege ich ihn. Hey, warte, ich bin ein Niemand. Du willst mich nicht töten. Ich erzähle dir alles, was ich weiß. Ich lese Zeitungen und Zeitungen lügen nicht. Hier, ich weiß, dass Jeb Chester eine Gruppe ausgesandt hat, um Wood zu sammeln. Siehst du, das sind nützliche Informationen. Ich verdiene es, am Leben zu bleiben. Jeb Chester braucht Wood. Das ist nützlich für mich. Glaubst du, es ändert deine Zukunft, wenn du mir das erzählst? Das interessiert mich überhaupt nicht. Sorry Leute, ich spiele solche Spiele dann doch immer eher ein bisschen gnadenloser. Weil. Weil ich die Option habe. So, schauen wir nochmal. Habe ich nochmal ein bisschen was, was ich nehmen kann? Gibt es bestimmt auch das eine oder andere. Es gibt eine ganze Menge, was ich einsammeln kann, was ich jetzt gerade mal lasse, weil das für mich hier alles noch Tutorial ist. Ich sehe aber durchaus, dass es hier viel Zeug gibt. Also, wenn ihr da schon Wissen habt, dann keine Sorge, da komme ich auch noch hin. Das ist vielleicht nicht verkehrt. Ich habe die Herstellung von Smith & Russell Pistol in diesem Bauplan gelernt. Sehr schön. Sehr billig, ja, nee. Gewichtsmäßig machen wir das erstmal so. Und jetzt ist die Frage, ja, sie haben Holz gesammelt. Das hilft mir jetzt eigentlich nicht so richtig. Habe ich eigentlich eine Karte? Nee. Ach doch, hier. Ah, was haben wir denn da? Das sind meine Leute. Kann mir denn jemand sagen, wo ich bin? Sag mal, wie groß ist eigentlich diese Karte? Kann ich irgendwas fertigen, was Heilung hier? Buckbrush Tea Leaf.
Okay. Tja, jetzt ist die Frage, habe ich jemanden getötet, der etwas gewusst hat? Die Jungs wussten nichts, es hieß nur, die sind Holz holen. Das kann ja nun wirklich alles heißen, aber ich meine, an dem Punkt wird das Spiel ja jetzt nicht aufhören. Hier muss ja irgendwas passieren. Ich werde mal zurück zum Pferd. Aber ja, das Spiel... Oh, Verzeihung. Das Spiel... Das spielt sich so ein bisschen... Ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. So ein bisschen blechern. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber das ist das Wort, was mir jetzt dazu einnimmt. So ein bisschen hakelig. Aber das macht irgendwie auch so einen Reiz aus. Also... Ist das Ausdauer oder was ist hier sein Problem gerade? Also man muss sich da so ein bisschen reinarbeiten, um auch mit dem Schießen und dem Treffen und so, das ist alles so ein bisschen easy to learn, hard to master quasi. Und es ist auch noch ein bisschen buggy, also diese Leute verhören, vorher musste ich den erst töten, damit der Dialog kam. Und jetzt kam der Dialog und dann konnte ich entscheiden, was ich damit mache. Also es ist auf jeden Fall noch nicht ganz ausgereift, auch wenn ich die ganzen Mechaniken an sich sehr cool finde. Das ist ja wirklich eine Mischung aus Splinter Cell und Red Dead Redemption und Metal Gear Solid natürlich auch so ein bisschen mit diesem aufstellbaren Gebüsch. Ein anderer Spieler, Oniros, wurde von Konstami Show getötet. Der Mörder nahm alle Gegenstände der Leiche. Kannst den Ort durch ein Verhör herausfinden. Ja, das habe ich jetzt leider nicht geschafft. Was natürlich schwierig ist, aber ich nehme an, dass das Spiel schon bedacht hat, dass man hier durchaus mal zu viele getötet hat, die was wussten. Das heißt aber, ich muss dann natürlich jetzt schauen, dass ich hier irgendwie an diese Information komme. Aber nichtsdestotrotz bleibt das hier ein Ersteindruck. Da ist ein Bison, wenn ich mich nicht alles täuscht. Hi, ein Büffel, Verzeihung. Und ich finde es bisher wirklich super. Man muss, wie gesagt, ein bisschen reinkommen. Aber ich denke, da sollte eigentlich so einem Let's Play-Versuch in den nächsten Wochen nichts im Wege stehen. Und dann würde ich sagen, an der Stelle, um das Video kurz zu halten, denn Ersteindruck bleibt Ersteindruck, war es das erstmal mit This Land is My Land. Schreibt gerne eure Erfahrungen, eure Hoffnungen. Seid ihr enttäuscht vom Spiel? Was auch immer habt ihr von Anfang an? Wart ihr dabei? Berichtet gern und dann sehen wir uns im nächsten Video mit dem nächsten Spiel oder eben diesem wieder. Also macht's gut, bis dahin. Ciao.